So, da sind wir wieder bei Xenoblade Chronicles 2. In der Zwischenzeit habe ich ein bisschen rumgeshoppt, habe ein paar Sachen gekauft, die wir vielleicht später brauchen. Ein paar Zylinder zum Tauchen. Und hier bei der Metzgerei habe ich mir 5 Metzger-Sachen geholt und 5 Sachen zum Trinken. Die werden wir später brauchen, um verschiedene Harmonieringe noch freizuschalten. Wir untersuchen jetzt erstmal hier den Schatz. Transferprotokoll. Oha! 3 Kernkristalle! Ich glaube, wir heben uns die erstmal auf. Sieghall. Ja. Was seid ihr denn für welche? Oh oh, vielleicht war es doch keine so gute Idee, ausgerechnet einen ardainischen Soldaten anzusprechen. Ich wollte euch etwas fragen, aber jetzt habe ich auch glatt vergessen, was. Auf Wiedersehen. Pah! Geht doch zum lokalen Informanten, wenn ihr Fragen habt. Mit der Bevölkerung zu plaudern gehört nicht zu unserem Beruf, verstanden? Ja, dann. Ciao! War ein Versehen. Dann sprechen wir mal hier hinten. Informant Tuni. Weißt du etwas über ein Mädchen namens Nia, das von den Adainern gefangen genommen wurde? Toroni weiß Bescheid, ja? Aber Beruf von Toroni ist Verwandeln von Infos in Kaching. Plauder, Plauder, ohne Kaching ist nicht drin. Schlachtschiff. Okay. Kaufen wir. Eine Gomotti wurde auf einem Titan-Schlachtschiff eingesperrt. Danke, Porn. In Titanschlachtschiff wird weibliche Gomotti gefangen gehalten. Name von Häftling hat Toroni leider nicht erfahren können. Aber gibt Flüstergerücht, dass ganzes Riesenschiff nur für kleine Gefangene angetanzt ist. Leute aus Gomot eigentlich auf guten Fuß mit Kaiserreich wollen keinen Zank. So lautet Toronis Zusammenfassung von allgemeiner Stimmung in Torigor. Puh, damit alle Infos raus. Freunde zufrieden? Danke. Wo ist Nia? Ja, auf einem umgebauten Titan. Ach du Scheiße, stimmt? Sie soll morgen hingerichtet werden. Oh mein Gott. Müssen wir was gegen tun? Ach, wie wär's? Willst du aufs Maul? Okay, time to take you down. Rex, let's go! Ha! That's enough of you! Na? Our visions are in tune, Rex! Yep, I like your attitude! That's enough of you! So fast! Ausgewicht schon wieder? Yeah. No effect! Ha! That's enough of you! Let's keep this up and we'll win for sure! Komm schon. Komm, dich krieg ich auch. Jetzt muss ich mal... Oh, 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 nee. Mist. Den krieg ich nicht down. Mist. Das war ja schlecht. Ja, vielleicht soll ich den doch erstmal lassen. Aber es war ein Versuch. It's fine, we'll get him yet. Don't push yourself too. Hallo, wie läuft's? Ihr beide sind also Meister und Klinge, ja? Also Partner in der Schlacht und so? Kommt ihr denn auch gut miteinander aus? Wenn eure Harmonie bei einer Schlacht sehr hoch ist, könnt ihr nämlich die unglaublichsten Angriffe ausführen. Wenn sie dagegen voll niedrig ist, kann es sein, dass dich seine Klinge nicht mehr unterstützen kann. Für Sian und mich gibt es das Problem nicht. Wir verstehen uns fast blind. Aber selbstverständlich ist sowas nicht. Ja, aber das ist doch nicht Meister und Klinge. Wenn ich groß bin, will ich eine Meisterin werden und meine eigene Klinge haben. Mama findet das gar nicht toll, Papa auch nicht und eigentlich auch sonst keiner. Aber mir ist es egal. Ein Meister aus der Armee übt sogar schon mit mir und bringt mir ganz viele tolle Sachen bei.
Zum Beispiel, Klingen nutzen viele Arten von Waffen. Was? Klingen nutzen viele Arten von Waffen. Von Ätherkanone und Schildhammer bis hin zur Megalanze. Und, jede Waffe hat ihren eigenen Vor- und Nachteile. Darauf muss ein guter Meister beim Kampf achten. Ein Schildhammer zieht zum Beispiel schnell die Wut auf der Gegner auf dich. Ein Meister zu sein ist gar nicht so einleicht. So leicht. Da muss man echt viel lernen. Ja, das habe ich schon gemerkt, dass man viel lernen muss. Vielleicht sollte ich dann doch nochmal die Hilfskerne probieren, oder lieber nicht? Ja, den kriege ich nicht down. Vor allen Dingen, wie lange bleibt denn der da? Was kriege ich dafür, den down zu machen? Ich könnte natürlich jetzt nochmal versuchen, hier eine andere Klinge zu nehmen. Hier. Und nicht Klinge anpassen. Hä? Charaktere? Moment mal. Wo waren das nochmal? Klingen? Klingenliste? Bestätigen. Klinge anpassen. Nein. Resonieren? Nein. Verstehe ich jetzt nicht. Aufstellung. Nee. Ach hier. Klingenpartner. So, ich wollte die austauschen und den austauschen. Ätherkraft hoch. Die kann heilen. Deswegen versuche ich mal. Fäustlingsklingen. Mhm. Harmonieringe. Muss mal die Klinge ausgucken. Powersplitter. Blockrad. Autoangriff. Ja. Ja. Wir nehmen mal die Hauersplitter. Erhöhte Kritrate. Krähenfäuste. Dann gucken wir mal Hilfskerne. Diese Klinge hat keine Sockel. Mhm. Gut, versuchen wir es erstmal nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Okay, time to take you down. Rex, let's go! That's it, that was gone! Oh, no, you don't! Thanks for that. Let's keep this up, and we'll... This won't do. Don't give up on me! Rush down! Into shock! Ha! Na, komm. Why not? No effect? Jetzt bleibt der Mel. Ja! It's okay. Much obliged. So bash. Let's keep this up. For sure. Ich glaube, ich sollte mal kurz auf Kisagari wechseln. Grand smash. That's it, that's yeah. No. Why not? Nah, I can keep going. Bullet point. Gotcha. No effect. Aua. I'm all okay, das wird so nix. Ich glaube, den müssen wir irgendwann später noch platt machen. Aber momentan ist es ja echt schwierig. It's fine, we'll get him yet. Don't push yourself too. Hey, habt ihr schon mal was von der Torigonda gehört? Das ist der Name des Instruments, das ich gerade spiele. Ich übe jeden Abend bis tief in die Nacht, aber ich bin immer noch nicht gut genug. Gormotti lieben Musik über alles, müsst ihr wissen. Solange ich nicht perfekt spiele, wird mich keiner akzeptieren. Interessantes Musikinstrument. So, jetzt aber. Muss ich hier lang, oder was? Mui. Gormod ist ein so friedlicher Ort, fand ich schon immer. Ich gehöre zur Bürgerwehr, aber bei der gibt es so wenig zu tun, dass wir
uns schon fast langweilen. Die ardainische Armee hat hier ja auch ihren Stützpunkt. Da traut sich keiner so richtig Ärger zu machen. Es gab nur einen klitzekleinen Vorfall vor kurzem, aber der ist fast schon wieder vergessen. Ja, ja. Die denken sich, mit einer Hinrichtung ist es getan. Wir nehmen mal einen Silberzylinder. Oh, I can't wait. Euer Ernst? Onwards. Ich dachte, man muss immer nur B drücken. Jetzt hat er mit A angefangen. Was soll das? Oh, I love the smell of salvage. Oh oh. Fette Ausbeute, aber dafür auch ein Gegner. No! We lost the upper hand. Ja! Ha! Ja! Komm schon. Let's keep this up and we'll win for sure. Ja! My thoughts exactly. So smash! Ja, wenn man alleine unterwegs ist, ist es schwierig. My power is finished. We can do this all day. Projektilreichweite. Ich glaube, das ist ein Hilfskern. Treasure acquired. Oha. Ist ja richtig viel. Hammerhart, ey. Gleich nochmal. Aber diesmal nehmen wir mal einen Standardzylinder. Time for some treasure hunting. Ah, passt. Onwards. Ja, das perfekt hinzukriegen ist ja recht schwierig. Na, was kommt jetzt? This looks like it'll be something good. Mhm, wieder ein Gegner. If they seek a fight, they shall get one. Ha! Our emotions are in tune, Rex. I like your attitude. Anchor shot. Ha! Na, ja, das hat gut geklappt. Glaube ich. Oh, no, you yeah! Much obliged. Push down. Why not? My power is finished. Bam. Gotcha. Why not? Zwei. Drei. Okay, go for it. Here we go. Excellent. Why not? Das war gut. You're all mine. So, was habe ich denn jetzt alles bekommen? Vielleicht im Inventar einfach gucken. Brillantgefängnis. Standardzylinder, Transferprodukt, Ätherzylinder. Sortierung, Freundschaftsring, Tiefenweste. Moment, kann man das sortieren? Nach Seltenheit. Dann haben wir oben nur die guten Sachen. Mhm. Gut. Titanjäger. Projektilreichweite. Was ist das? Erhöht die Reichweite von Ätherkanonen um 1 Meter. Achso, das sind Hilfskerne und das sind rohe Hilfskerne. Ah. Gerüchte. Taschenitems. Die sollte man auch mal nach Seltenheit. Hm. Kernkristall. 3 Stück, aber lassen wir erstmal. Sortieren. Seltenheit. Muskelzweig. Mhm. Mutverstärker, Empathieverstärker. Die müssen wir mal sammeln. Und ich glaube, man kann immer nur maximal 5 haben, oder wie? Nochmal sortieren. Alphabetisch. Das kann man schon mal eher. Na gut. Na gut. Dann gehen wir erstmal zu dem Schiff, würde ich sagen. Sehen wir. Nein. Falsche Richtung. Da lang oder was? Hä? Wo soll denn das sein? Ach, da runter oder? It's a new day, everyone. Good morning. Ah. Rise and shine. Cool.
Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich noch weiter weg. Ist das normal? Ich glaube nicht. Och nö. Voll verlaufen. Cool, wie man den Titan so von hier sieht. Yeah. 19, 18, 19, 20. Ja, wo ist denn das? Hier im Haus oder? Hier unten runter. Oh, was haben wir denn da? Oh. Ach, wir sollen uns erstmal hier treffen. What have we here? Na gut. Dann sprechen wir erstmal mit Tora. Nia and Dromark executed. It doesn't bear thinking about. But getting aboard that warship will be no mean feat. We're going to need an ironclad plan. Army port is under heavy guard. I guess we'll just have to mount a full-on attack. No, Rex, we can't put everyone in danger. Right, sorry. Ganz schön halsbrecherisch. There. This is one of the Grand Arbor's routes, right? If this map is correct, it goes all the way from the quay to the hull of the warship. And here. It looks like some kind of cargo entrance. Could we sneak on that way? Oh, right. No one will spot us if we sneak in from below. Security light around this entrance. At night, not even workers here. Mm-hmm. Klingt nach einem guten Plan. Looks like this is our only option. Then it's a plan. Tora? Tora, have something to show you. Oh. What's this then? Nobody ever see this before. Secret of Tora. An artificial blade. An artificial blade? I can't believe it. Tora have always wanted to be driver of blade. But Tora... Tora has no potential to awaken Core Crystal. How could you know that? Surely you just have to try and... Oh. You did, didn't you? Yes, 1 year ago. Tora applied to drive a recruitment man. Wie hat er das denn überlebt? Oh, Tora, you mean you... It was bad. Tora had nosebleed for 3 days. Lol. Just, da ist er ja gut weggekommen. What you mean, just? People die from loss of blood, you know? Yeah, but from a nosebleed. Anyway, moving on. For a near-death experience, you're awfully casual about this. Anyway, back to Tora's blade. When complete, even no potential Tora can be a driver. This is simply incredible. You built this blade from scratch, Tora? It was started by Grampypon and Dadapon. But Grampypon die, and Tora still not know where Dadapon go to. Oh. So Tora will finish Blade myself and become a driver like always wanted. Then, Dadapon hear about Tora's success and come back home, yes? Oh, Tora. By the by, Tora, this blade, as far as I can see, it looks complete. What is there left to do? All Tora have left to do is buy missing parts.
at all. Oh, really? Really? Nothing at all? Not even one gold. So you're asking for a loan? Not loan. closer to generous donation. Just like a Nopon. Always shrewd when it comes to gold. But if Tora completes Artificial Blade, combat capabilities will be big help on mission. Well, yeah. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold. 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. If it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal, I hope. Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. Ja, wieso? Wenn sie denn sowas verkaufen? No, it wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Rex is too generous. This blade of yours had better be seriously useful, though, Tora. Leave that to Tora. Well then, let's go, I guess. Yippee! 60,000 gold. Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Na toll. Also Rex, was brauchst du denn jetzt alles, um deine künstliche Klinge fertigzustellen? Tora braucht Optimaldistanzsensor und 3 Bionen-Konnektoren. Oh, davon habe ich ja noch nie gehört. Weder von dem einen noch von dem anderen. Optimaldistanzsensor braucht Tora für Augen von künstlicher Klinge, verstärkt Sehkraft enorm. Ist leider nicht billig, dann dran zu kommen. Geht aber nicht ohne. Und diese Bionenkonnektoren? Bionenkonnektor ist allgemein extrem nützliches Teil, aber Tora braucht vor allem, damit Hut nicht runterfällt. Wäre da ein herkömmliches Stück Schnur nicht ausreichend? Und wo können wir diese Bauteile kaufen? In tollem Krimskramsgeschäft namens Krämerladen Magia. Laden ist in Seitengasse, gleich links neben Eingang von Torigoth. Dann müssten wir ja schon daran vorbeigekommen sein. Okay, dann nichts wie hin. Eieiei. 60.000 Gold, so viel habe ich doch gar come nicht. Komm out, komm out. Was mich aber interessieren würde, ist, ob die Entscheidung von früher, die wir getroffen haben, einen positiven Einfluss hat. Denn wir haben ja relativ am Anfang vom Spiel entscheiden müssen, ob wir 90.000 Gold an die Heimat schicken oder spenden oder nicht. Und dafür haben wir uns ja dafür entschieden. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich jetzt 60.000 Gold. Wo ist denn überhaupt mein Geld? Ich sehe nicht, wie viel Geld ich habe. Läuft. Toll. Wo ist die Anzeige für Geld? Naja, okay. Unser großer Bruder ist ein Meister geworden und nach Mordain gegangen. Cool. Und er hat erzählt, als Meister würde er bald jede Menge Kohle kriegen. Wenn doch bloß Papa nicht weggegangen wäre. Mein großer Bruder Jack ist ein Meister geworden. Und nicht nur das, er durfte sogar der deidischen Armee beitreten. Seine Klinge habe ich leider nur kurz gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Waffe sie hatte. Wenn es eine Schweraxt oder eine Megalanze war, könnte er damit den Bösen ordentlich was auf den Deckel geben. Wobei das auch gefährlich ist, wenn man es übertreibt. Dann zieht man nur die Aufmerksamkeit vom Feind auf sich. Vielleicht war es ja auch ein Briesenball. Damit könnte er verletzte Kameraden heilen. Vor allem diejenigen, die einen Glanzkatana oder einen Schildhammer nutzen, benötigen ja öfters mal Heilung. Hehe, ich weiß ganz schön gut Bescheid, nicht wahr?
Mein Bruder und ich haben immer zusammen gelernt. Sehr informativ alles. Ich kann es gar nicht fassen, dass unser Bruder ein Meister geworden ist. Das bedeutet, dass er sofort nach Mor Aydain musste. Ich werde ihn vermissen, aber ich komme schon klar. Ich habe ihm vor seiner Abreise noch viele Fragestellungen gegeben. Zum Beispiel, dass er beim Kämpfen immer in der Nähe seiner Klinge bleiben soll. Wenn er das nicht macht, wäre er schön blöd. Und so erhöht man schließlich die Harmonie mit seiner Klinge. Und wenn die Harmonie steigt, werden sowohl Meister als Klinge stärker. Das schreibt ihr euch am besten auch hinter die Ohren. Ach echt? Ja, danke. Danke für die Information. Ja, gehen wir zum Laden und ja, wo geht's denn lang? Muss man, ich glaube, hier hoch. Oder? Oder wir machen einfach wir probieren einfach mal den Teleport aus. Schnellreise. Gormod. Wo müssen wir denn hin? Torigoth. Na gut. Ach, da. Da müssen wir hin. Und da können wir hinporten. Gar, okay. Scheint ja ganz gut zu sein. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. So, shall we? Sollen wir? Ja, wir sollen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder vor dem Laden, wo wir die Sachen für Tora besorgen sollen. Und vielleicht gucke ich auch mal, dass ich in der Zwischenzeit ein bisschen Kohle zusammenkriege. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.